Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Ich zeige euch heute, wie ihr Fliesen platzieren könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, wenn ihr euch jetzt im Baumenü befindet, müsst ihr einmal hier links unten in die Ecke gehen. Und zwar habt ihr über diesem Fundamentbalken, ich sage mal so eine kleine Fliese. Und wenn ihr da drüber fahrt, steht dann da Bodenmuster und da müsst ihr dann draufklicken. So, jetzt öffnet sich hier ein neues Menü und ihr habt jetzt hier alle Bodenbeläge angezeigt. Hier müsst ihr euch jetzt nur noch einen Bodenbelag aussuchen. Ich wähle jetzt einfach mal hier diese blaue Fliese aus und klicke dann hier meinen Boden an. Ihr könnt natürlich, wenn ihr größere Flächen einfärben wollt, einmal die linke Maustaste gedrückt halten und dann ziehen. Oder wenn ihr den Boden in einem kompletten Raum platzieren wollt, müsst ihr euch dann einfach den Raum aussuchen, haltet dann die Shift-Taste gedrückt. Und schon wird dann der komplette Raum mit dieser Fliese eingefärbt. Dann braucht ihr nur noch auf die Maustaste zu klicken und schon ist der Boden dann eingefärbt. Wenn ihr den Boden jetzt wieder löschen wollt, habt ihr hier zwei Optionen. Entweder ihr nehmt euch hier oben den Vorschlaghammer und klickt diese Bodenpalette dann einfach weg. Oder ihr geht hier in diesem Bodenmenü einfach hin und sucht euch einen anderen Belag aus. Ich wähle jetzt einfach mal hier diesen grünen und platziere den dann einfach drüber. Schon habt ihr dann auch einen anderen Bodenbelag. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!